Das sind so Momente, das hat was mit Gefühlen und Heimat zu tun. Und ich habe richtig gemerkt, die sind alle stolz darauf und freuen sich übelst darüber, dass ich da bin, wo ich bin. In Italien war sie am und mir. Ich habe normalerweise nie Ohrwürmer, aber in dieser Produktion gelingt mir es einfach nicht. Als die Anfrage gekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, klassisch Hip-Hop, wie soll das funktionieren? Kein Festival mit 150.000 Menschen kann das hier toppen. Mit 60 Leuten auf der Bühne alles perfekt drauf zu haben, ist echt nicht einfach. Total am Arsch. Das ist auf jeden Fall so eine Erinnerung, die ich mein Leben lang mitnehmen werde. Ich glaube, ich habe viele Erinnerungen. Ich glaube, die wird safe ganz vorne sein bei mir. Ich war so lange nicht mehr hier oben. Das Erste, was ich mache, wenn ich Besuch kriege, in der Schweiz oder allgemein in Luzern, ich sage immer, wir müssen einmal auf den Pilatus so. Das ist so das Highlight von Luzern, finde ich. Plasma. Guck mal, Hanna, guck. Guck jetzt. Wow. Ich schwöre, find mir einen Deutschrapper, der so eine Stadt hat. Find mir einen, der sagen kann, ich bin hier geboren und es sieht besser aus als bei Loredana. Sieht's nicht, ist nicht. Geht gar nicht. Ja, ich sag dir ehrlich, es ist jedes Mal irgendwie so, als hätte ich es nie gesehen. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich immer so krass an, wenn ich hier oben bin. Ich bin so oft hier oben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ändert sich immer. Es sieht immer besser und besser aus. Du hast immer das Gefühl, du bist in Urlaub. Immer. Es ist echt wunderschön. Ich glaube, ich habe das so oft schon gesagt, aber ich bin, glaube ich, ein absoluter Schweiz-Fan. Das ist für mich einfach Paradise. Jedes Mal, wenn ich am Flughafen ankomme, das ist einfach so, wow, Gott sei Dank bin ich hier. Ich nehme gerne die Vocals alleine, ohne die Musik erstmal und lass mich erstmal davon beeinflussen. So was der Gesang macht, was der sagt, Text aussagt. Und dann schließe ich mich da zwei Wochen ein. Also ich mache dann auch nichts anderes. Also da muss man schon eintauchen und rumprobieren und dich inspirieren lassen, ja, von dem, was da eben da ist, auch von dem Thema, um was es da geht. Loredana ist ja viel so Melancholie da drin in den Songs, was mir ja ganz, ganz gut passt, irgendwie auch, weil ich so aus italienische Wurzeln habe und da auch gefühlsmäßig die Musik da schon auch ähnlich ist. Ja. Und da sind es gar nicht mal so die einzelnen Textzeilen, sondern wirklich das Thema komplett. So baust du ja eine Geschichte ja auf. Ja. Die auch versucht, orchestrale Intros zu schreiben, dass die Nummer auch filmisch dargestellt wird. Ich höre dann einen Song und dann fallen mir Sachen ein. Die muss ich erstmal schnell aufschreiben. So, weil der erste Eindruck ist immer, finde ich, wichtig. So, wenn man im Anschluss kopfmäßig dann rangeht, dann verliert man sich dann manchmal auch. Also der erste Eindruck, wenn ich einen Song höre, da weiß ich auch, ob der mich anspricht oder nicht. Ist wie wenn du eine Person triffst. Findest du entweder direkt nett oder ist dir direkt unsympathisch und du brauchst vielleicht ein Weilchen, bis du die nett findest. Als die Anfrage gekommen ist, habe ich mir gedacht, okay, klassisch Hip-Hop, wie soll das funktionieren? Ich habe es angenommen, weil es eine krasse Herausforderung ist. Ich glaube, die Leute werden Spaß haben. Also ich glaube, jeder wird so denken, okay, krass, in so einem Raum einfach so eine Songs zu hören. Das öffnet halt noch mal so eine musikalische Ebene für uns Künstler, auch für uns, die Rap machen.
in so einem Raum zu sein und mit einem Orchester zu spielen. Ich glaube, das wird so für alle wieder so eine kleine Tür öffnen. Und weil dieser Ort für mich wahrscheinlich eine Riesenbedeutung hat, macht das Ganze safe viel emotionaler. Also es ist für mich sehr wichtig, einfach so dein eigener Chef quasi zu sein. So, weißt du, ich meine, ich will halt meine scheiß verdammten Füße immer auf dem Tisch haben. Und das war halt immer mein Ziel, dass ich einfach frei sein kann, auch in meiner Arbeit und nicht nur zu Hause. Aber ich hatte immer ein Gespür, dass mit mir irgendwas anders ist als bei meinen Geschwistern zum Beispiel. Ich habe immer zu meinem Papa gesagt, Digga, ich glaube, ich werde alles reißen. Also Bro, für das ist heute das erste Mal gemacht, dass die letzten 8, aber die letzten 8 sind perfekt, Bro. Alter, schau, wie sie da. Geht mein Name, geht mich an Schau. Mega geht, mega geht. Glory zu arbeiten ist sehr, sehr einfach und cool für uns, weil wir haben uns sehr gut verstanden. Es ist immer so, wir sind etwa 2-3 Stunden einfach nur am Viben. Wir trinken was, hören andere Mucke und so. Und dann irgendwann kommt so das Gefühl, wir merken, wir sind so heiß, wir wollen das Ding jetzt machen. Der Song existiert ja schon, also wir haben den schon vorher released so. Sie wollte einfach auf diesen Song drauf so. Und eben, dann, das ging halt schnell. Sie kam, wir schrieben das, sie fühlte das, ging in die Wurf, aufgenommen, raus, fertig. Alles auseinandergenommen. Alles. Wir dachten so, sie macht eher auf Deutsch. Und das ist das Krasse, dass sie einfach sagt so, nee, ich will auf Schweizerdeutsch. Und das ist das Krasse so, dass sie sich auch nicht scheut, so einfach zu sagen, Herausforderungen angenommen, boom. Und dann hocken wir da und schreiben zusammen so, jeder macht die krassesten Bars. Für mich ist es genauso eine Ehre, dass sie dabei sind. Ich bin auch ein riesen Fan von den beiden, was Schweizer Rap angeht. Ich höre die auch privat sehr viel. Die Jungs haben den Text in 10 Minuten geschrieben. Wir haben gedacht, okay, ich werde jetzt eine Stunde haben, bis ich das drauf habe, weil das erste Mal Schweizerdeutsch. Aber in 10 Minuten saß die Aufnahme schon und wir haben gesagt, okay, adios, wenn du willst, kannst du auch Schweizer Rap werden. Es ist 7 Uhr. Dafür, dass so der erste Step ist, ist schon so übelst krass riesig. Weil ich kenne das halt immer so langsam und so, aber ich krieg so direkt so, oha, mein ganzes Album zu hören auf klassische Musik. Es ist voll krass, Mann. Komisches Gefühl irgendwie, unbeschreiblich. Ich habe den Lilo kennengelernt. Er hat die Songs angemacht, also der erste Song ging schon so direkt ab. Ich dachte mir so, boah, krass, das war Milano. Baby, wir zwei. So verliebt, nichts ist, wie es war, nichts war. Können wir das lauter haben? Frühstück ans Bett, gut gelaunt, du warst süß und jetzt schlechter drauf, du hast keinen Respekt, so als wären Gefühle weg. Also ich war auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, bevor ich hierher gekommen bin, um ehrlich zu sein. Ich dachte tatsächlich, dass ich viele Änderungen haben werde oder wollen würde, weil so niemand vielleicht mich verstehen kann oder es vielleicht zu klassisch wird. Krasse Scheiße.
Ja, geil. Ja, das freut mich. Das passt perfekt, glaube ich. Ich bin aufgeregt, ich habe Angst, aber ich freue mich auch. Ich liebe neue Erfahrungen und ich will auch wachsen, was musikalisch angeht. Ich glaube, damit wird so ein Schritt sein in meinem Leben, was Musik angeht, so wo ich mir selber sagen kann, okay, jetzt bin ich gewachsen und jetzt habe ich was Neues dazu gelernt. Was richtig krass ist, bist du schon mal in so einem Orchester gestanden? Nein. Das ist, also das macht was mit dir auf jeden Fall, weil das sind fast 100 Leute auf der Bühne. Und wenn alle spielen, das macht echt so, es umarmt dich. Mhm. Das sollte schon echt krass sein. Also hier hört man es irgendwie durch Boxen, aber wenn du da mittendrin stehst, ja, ist Wahnsinn, ja. Digga. Der ist zu krass. Ich leg mir Steine in den Weg. Alles kein Problem. Ich hab alles schon gesehen durch die Brille von Cartier. Guck mal, wie dreckig du reinkommst. Ich finde, meine Songs sind sehr authentisch, haben viel Drama, haben viel Realness drin, Liebeskummer, auch Liebe, Familie. Wenn ich sie beschreiben würde, dann würde ich immer sagen authentisch, weil das ist das, worauf ich sehr viel Acht gebe. Cool, ja. Wir haben heute noch darüber gesprochen, dass wenn man was zum ersten Mal hört, dass das Erste, was einem so einfällt, immer richtig ist. Ja, ja. Oder? Ja. Deswegen auch, als du vorhin gesagt, die Stelle irgendwie fühlt sich unwohl für dich. Ja. Und da muss man, glaube ich, auch gar nicht diskutieren. Ja. Dann ist es. Das kriegst du auch nicht mehr weg. Ja. Das Gefühl, ja. Cool. Cool. Feier ich. Schön, das freut mich.